öfter gesagt, es gäbe die lange Angst und die kurze Angst. Die kurze Angst ist die fast die natürliche Angst, die natürlich jeder Mensch hat, in allen möglichen Situationen. Eine andere Angst ist die installierte Angst, die der Staat verursacht durch Repression. Man kann nichts dagegen tun, man weiß, dass sie ist und die kann man auch nicht ändern. Und wenn es so ist, dann muss ich so versuchen zu leben, dass es mich nicht verrückt macht, dass ich also die Nerven nicht verliere. Und das ist die lange Angst. Und nichts gerät im Alphabet der Angst so hundeköpfig plump und gleichzeitig eidechsig zart wie die Gegenwart. Die lange Angst, die ist hundeköpfig plump und gleichzeitig eidechsig zart. Also sie ist plump, sie setzt einem jeden Tag zu, sie ist sichtbar, sie ist ja auch oft gewollt sichtbar und dann ist sie eidechsig zart, wenn die Apparate wollen, dass es nicht gemerkt wird. It's a great honor to introduce the Nobel laureate in literature, Miss Hatta Müller. Eure Majestäten, eure königlichen Hoheiten, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Der